Das ist echt mal so. Was ist dein Lieblingsfilm? Ich habe sehr früh als Kind gemalt, also irgendwie die ganze Zeit immer so, ich male und Filme angeguckt und meistens auch gleichzeitig. Was ein bisschen crazy ist irgendwie. Ja, genau, so da sitzen, gucken und so fast ohne hinzugucken, so Bilder malen und so. Und ich habe halt ganz früh, ich glaube, da war ich noch im Kindergarten, gesagt, so, ich werde Malerin, das ist so mein Ding. Und dann war ich so wie, oh ja, ich könnte ja auch Schauspielerin werden. Und fand das irgendwie toll, viel Filme geguckt und gedacht, das könnte ich auch machen. Ja, geil, bitte, sign me up. Viel Theater gespielt, immer auch immer viel gesungen in irgendwelchen Chören, so, weil meine Mutter ist ja auch Pfarrerin. Also ich war in sämtlichen Kirchenchören da bei mir in meiner Heimatstadt. Und dann habe ich eben als Teenagerin so sehr nerdig mich so reingestürzt in so Stop-Motion-Filme oder andere Arten von Animation und Puppenspiel auch. Man fragt sich auch immer, wie es gemacht wird. So ging es mir. Also ich war so, wie haben die das gemacht? Das könnte ich machen, das könnte mein Leben sein. Okay, wie sieht meine Zukunft aus? Ich hatte halt immer diesen Traum, dass ich gerne mal mit Terry Gilliam zusammenarbeiten würde. Von Monty Python. Der nun 80 ist und der, glaube ich, keinen Film mehr machen wird. Und dann hatte ich gedacht, okay, ich würde auch wahnsinnig gerne in einem Quentin Tarantino-Film mitspielen. Wo ich jetzt gehört habe, dass er nach seinem 10. Film aufhören will und den dreht er jetzt gerade schon, was auch so ist wie Leute. Aber dann habe ich gedacht, okay, aber ich habe so eine Freundin, die schreibt. Diese Freundin von mir, bin ich überzeugt, wird einfach die nächste geile Regisseurin nach einem Gilliam, nach einem Tarantino. Und ich weiß, dass ich da sowieso in der Hauptrolle besetzt werde. Also meine Zukunft ist sehr rosig und da müssen wir uns nichts vormachen. Es gibt viele Dinge, die ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Ich liebe auf jeden Fall Agnes, die ich spiele. Und es ist einfach so ein Ventil für die Sachen, wo ich jetzt immer sage, ah nee, aber sowas kann man nicht sagen, sowas kann man nicht denken und Agnes kann. Und das liebe ich. Katharumen Leandra Leal, was wie so eine komische Cyberintelligenz ist, die so in diesem Urwald schwebt, in allen Dingen. Das war meine Rolle. Das war so interesting, wie soll ich das spielen? Und dann hat Claudia Bauer aber gesagt, was ich eine sehr gute Idee fand, zu sagen, okay, was ist das Ding bei dieser Figur? Die ist gruselig, man versteht sie nicht, sie ist eigentlich noch ein Kind. Und die Übersetzung war, ich habe so ein Babykleid angekriegt, so ein papierrosanes Babykleid, habe so eine Roboterstimme gekriegt. Und die Aufgabe war sozusagen so wie ein gruselig zu intelligentes Kind zu spielen, was aber trotzdem noch ein Kind ist. Und das habe ich so geliebt. Das war eine tolle Rolle. Das ist mein Rollenfach. Darunter mache ich es nicht mehr. Selbst wenn ich jetzt hier mit dir sitze, was ziehe ich für eine Fassade an? Vor allem. Leopard. Of course.